Hallo, liebe Geburtstagskinder, die in dieser Woche vom 7. bis 13. November 2016 ihren Geburtstag feiern. Auch ihr bekommt als Geburtstagsgeschenk von mir die Prognose für das weitere Lebensjahr. Wollt ihr allerdings mehr erfahren, was noch alles in eurem weiteren Leben passiert, dann ruft mich an oder kontaktiert unseren Top-Astrologen Astrolabios. Er erstellt euch das persönliche Horoskop. Doch nun hört eure Prognose. Eines kann dir sicher sein, langweilig wird es in den nächsten 12 Monaten bei dir nicht. Es wird dir leichter fallen, die gewohnten Bahnen zu verlassen und dich auf ein anderes Terrain zu wagen. Vielleicht ist es an deinem Arbeitsplatz, wo es vielleicht neue Methoden zu erlernen gibt. Vielleicht auch in deiner Freizeit, wo du dir überlegst, muss es immer das gleiche Urlaubsziel sein? Oder das gleiche Restaurant? An Ideen mangelt es dir da nicht. Und damit trittst du positiv in Erscheinung. Aber es sollte auch nicht verschwiegen werden. Hin und wieder ist bei dir auch ein bisschen mehr Geduld gefragt. Nicht jede Idee zündet auf Anhieb und davon solltest du dich nicht verunsichern lassen. Schließlich kannst du einen neuen Anfang wagen. Du musst nur am Ball bleiben. Wenn es dir wichtig ist, dürfte es ein Happy End geben. Dein Geschenk der Sterne für dich. Einfallsreichtum, neue Erfahrungen und Abwechslung. Deine Affirmation für das neue Leben ist: Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Von Herzen wünsche ich dir, euch, alles Gute für das neue Lebensjahr. Glück, Erfolg und Gesundheit. Alles Liebe, eure Diria.